Das Ziel ist klar. Bis 2050 will die EU klimaneutral werden. Das Problem? Aktuell gelangt noch zu viel Kohlendioxid in die Atmosphäre und heizt unseren Planeten auf. Aber was wäre, wenn Kohlendioxid als Rohstoff genutzt werden könnte, statt fossiler Brennstoffe wie Erdgas, Kohle oder Öl? Das Redicus-Projekt ist ein Forschungsprojekt von Siemens, dem BMBF, also dem Deutschen Forschungsministerium, und Evonik. In dem Projekt wollen wir aus Kohlendioxid und regenerativen Strom, regenerativen Energien aus Solarpanels oder Windkrafträdern zu Spezialchemikalien umwandeln. Eine Idee, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit insgesamt 6,3 Millionen Euro fördert. Die Wissenschaftler machen es in dem Redicus-Projekt der Natur nach. So wie Pflanzen Sonnenenergie nutzen, arbeiten sie mit erneuerbaren Energien in einer künstlichen Photosynthese. Die im Rahmen des Forschungsprojektes Redicus realisierte Versuchsanlage besteht forschungsseitig aus zwei Kernkomponenten: dem Siemens Energy CO-Elektrolyseur und dem Bioreaktor von Evonik. Im CO-Elektrolyseur wird Kohlendioxid mithilfe von Strom in Kohlenmonoxid umgewandelt. Im Bioreaktor als Folgeprozess entstehen aus diesen CO-haltigen Gasen mithilfe von speziellen Mikroorganismen Chemikalien. Wir wollen damit einen Beitrag für die Evonik leisten, in Zukunft neue Spezialchemikalien herzustellen, auf Wegen, die es heute noch nicht gibt. Und auf der anderen Seite auch ein Beitrag zur Gesellschaft, nämlich dem Klimawandel entgegenzuwirken, Energie effizienter speichern zu können. Nach vorne blickend ist der Einsatz der CO-Elektrolyse in der Chemieproduktion auch in anderen Konfigurationen denkbar. Ebenso von großem Interesse ist die Verwendung der Technologie bei der Herstellung von synthetischen Kraftstoffen. Der flexible Einsatz der CO-Elektrolyse ist durch das modulare Systemdesign jederzeit möglich. Redicus treibt die Energiewende voran. Das Forschungsprojekt hat das Potenzial, den Kohlenstoffkreislauf zu schließen und Chemikalien und andere Stoffe nicht nur umweltfreundlich, sondern auch profitabel zu produzieren.